Diese Zwerge möchte ich euch zeigen, wie die gemacht werden. Also für diesen Weihnachtszwerg brauchen wir meine Anleitung, die muss ich euch aber erklären. Dann für die Beine habe ich jetzt grauen Filz. Für die Nase habe ich dieses rosa kann man sagen, Filz. Und für dieses Haupt habe ich roten Filz. Dann eine Verzierung, jetzt weiß ich auch noch nicht, welchen ich machen möchte. Dann muss ich dann schauen, wenn fertig ist. Und das ist ja jetzt ohne Haare. Die ich jetzt mache, möchte ich in Mädchen machen, da kommen nachher hier so Haare raus. Also Wolle und etwas Bastelwatte. So, da fangen wir mal an. Und zwar mit meiner Anleitung. So, dann für den Bauch brauchen wir 10 cm Durchmesser. Da habe ich hier meine... Na, ziehen wir mal auseinander. So, und so habe ich das dann rundherum gedreht. Oder wenn ihr dieses jetzt nicht habt, nehmt ihr, was ungefähr 10 cm hat, einen Teller, Tasse oder sonst irgendetwas. Das ist der Bauch. Den brauchen wir mit Nahtzugabe, weil das wird dann genäht und nachher umgekrempelt. Das wird, und unten hier so ein Stück offen lassen. Hier, das auch noch, um das nachher zu krempeln und mit Watte zu füllen. Dann habe ich, ja, der Fuß habe ich jetzt nach Schnauze gemacht. Da habe ich jetzt kein Maß. Aber ich kann euch sagen, in der Höhe, da waren 4 cm und in der Breite waren es 3 cm. Machen wir das so. Die Nase ist rund. Die habe ich jetzt 2,5 cm. Wo ich mir aber jetzt an überlegen bin, dass ich den etwas größer mache. Ist mir doch ein bisschen zu klein, hat nächste, dann könnte ruhig eine knüppelige Nase. Also die werde ich mir neu machen und wird größer. Und die muss auch mit Nahtzugabe, weil das müssen wir rundherum ja nähen. Und dann zuziehen. Okay, das wäre die Spitze. Hier der Hut, da habe ich unten 10 cm. Und dann nehmt ihr hier die Mitte, 5 cm, das zieht er jetzt hoch bis auch 10 cm. Und dann macht er hier so einen Strich von da nach da und dann habt ihr diese. Die ist ohne Nahtzugabe, weil die näht er dann so mit der Hand. So rundherum. Wer das jetzt gerne Nähmaschine hat, könnte das der Bauchteil auch so nähen, weil die Füße sind auch so genäht. Das könnt ihr jetzt machen, wie ihr Kleingeld hat. Aber das habe ich sehr auf der Nähmaschine. Ich habe so eine schöne Stich. Mit der Hand kann ich das nicht so gut. So, also, dann fangen wir hier mal mit an. Das Rote, ich habe hier wieder so einen Rest. Da habe ich hier dieses Teil, das wollte ich hierfür nehmen. Nein, das muss ich so rum, ich muss ja Nahtzugabe. So. Okay. Ich habe das doch irgendwie, jawohl, hingekriegt. Das braucht ja keine Nahtzugabe und passt jetzt genau hier hin. So. Das schneide ich jetzt auch aus. Meine Füße, da hatte ich dieses Filzstück, das ist leider mein Rest an Grau. Das passt genau hier hin, einmal so und einmal so. Schneide ich dann so aus. Da braucht ihr auch keine, aua, keine Nahtzugabe. So, das, die Nase, die mache ich jetzt neu, die muss ein bisschen größer. Dann sage ich euch, wie viel. Die kommt denn hier drauf und dann schneide ich das mal aus. So, jetzt habe ich das soweit genäht, wo ihr auch darauf achten müsst, dass das hier nachher hier reinpasst. Nicht zu groß ist, nicht zu klein ist. Okay, jetzt habe ich dieses jetzt und wollte ich euch noch was zeigen. Jetzt vor Weihnachten bastelt ihr ja sicher viel und dann ist die Watte manchmal zu wenig, die ihr nach habt. Werft nichts weg.
Ja, ich habe mal meine Reste an Filz rausgesucht, die ich eigentlich wegwerf, und habe die klein geschnippelt. Dann habe ich jetzt mal ausprobiert bei dem einen. Das geht wunderbar, indem ihr das hier reinstopft und vielleicht noch mit ein bisschen Watte, denn nachher da auch noch da rein. Aber das reicht vollkommen, schön klein schneiden könnt ihr genauso in jede Ecke. Okay, das werde ich hier mit dem Cash machen. Und wo war auch was? Hier. Und zwar ungefähr bis hierhin auch Watte oder diese Schnipsel rein. Die Füße habe ich gemacht, habe ich auch etwas Watte und habe sie dann gleich schon zugenäht. Und die Nase habe ich jetzt ja größer gemacht. Seht ihr, ich habe sie jetzt in 3 cm gemacht und Nahtzugabe. So ein bisschen Nahtzugabe und habe das schon mal so weit genäht. Und da tue ich jetzt, damit mir das nachher nicht so rausfällt, der bleibt dann besser drin. Der Watte, Bastelwatte. Ich habe jetzt so Bio-Watte, weil das meistens Kinder auch noch nehmen und in den Mund. Und wenn die das tun, ich habe das hier zum Reinstecken genommen, die Verzierung, die mache ich ab. Weil wenn das jetzt ein Kleinkind, das tut denn, aua, das muss nicht sein. So, und das können wir nachher da drauf nähen. Jetzt fülle ich aber erstmal alles mit Watte. Jetzt habe ich das soweit fertig und ich habe mir überlegt, wenn hier oben das Näschen kommt, dann mache ich hier unten der Stern. Den hefte ich jetzt hier rein, damit ich nachher das Verhältnis kriege, wo ich was annähe. Und jetzt kann ich das noch so schön hier nah zusammenkneifen, um das, aber nicht spitzen. Na, so. Okay. Hier habe ich jetzt nur mal mit der Stecknadel so festgemacht, weil da darf ich noch nicht festmachen. Jetzt habe ich die Haare, das ist 20 cm, die stopfe ich jetzt mit hier drunter, so dass hier nur die Zöpfe rauskommen. Und hier habe ich mir so Bänder, da muss ich nachher mal gucken, mit was ich hier so ein kleines Schleifchen mache. So, nehme ich auch nochmal die Nadel, dann kann ich das immer noch versetzen, so wie ich das möchte. Und hier. Okay, jetzt habe ich ja hier meine Nase. Ich möchte sie nicht dran kleben. Ich werde sie hier dran nähen. Hier, da. Hier mitten drauf. So, ja. Ich habe sie schön jetzt schon zugenäht und dann gehe ich mal auf die andere Seite. Da kann ich das noch was stramm ziehen. Und so nähe ich das jetzt hin und her. Okay, und dann, wenn ich die jetzt fertig genäht habe, nähe ich hier die Beine auch hier dran. Und das werde ich jetzt dran kleben. Ich bin ja eigentlich nicht fürs Kleben, aber diesmal mache ich es. Aber ist ja nur der Hut. Na, das ist noch nicht heiß genug. Na, da muss ich noch was warten, bis es heiß genug ist. Okay, dann nähe ich das jetzt erstmal dran. So, jetzt habe ich meine Weihnachtszwerge fertig, einmal als Mädchen und einmal als Bub. Mit so Verzierung, ihr habt vielleicht noch andere Weihnachtsverzierungen oder was, oder stickt da Sterne oder irgendwas drauf, ist schnell gemacht aus Reste. So, und wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben und über jedes Abo würden wir uns freuen. Bis zum nächsten Mal.